Stress in it. Stress und Ängste betreffen fast jeden von uns irgendwann in seinem Leben. Oft halten sie uns nachts mit angespannten Muskeln und einem rasenden Verstand wach. Eine aktuelle Studie zeigt, dass sogar unsere pelzigen Freunde, die Hunde, nachts wach bleiben können nach stressigen Erlebnissen. Angst, das ist diese innere Stimme, die alles in Frage stellt, was du tust und deinen Verstand unkontrolliert rasen lässt, sodass du dich extrem nervös, unruhig und aufgewühlt fühlst. Aber das muss nicht sein, denn es gibt einen Weg, mit der Angst umzugehen. Unser heutiger Gast wird einige einfache, aber wirksame Schritte zur Linderung von Ängsten vorstellen. Großen bevölkerungsbezogenen Umfragen zufolge sind bis zu 33% oder einer von drei Menschen irgendwann im Laufe ihres Lebens von einer Angststörung betroffen. Doch ein großer Prozentsatz der Betroffenen sucht nie Hilfe oder eine Behandlung auf. Vielleicht wegen des Stigmas, das mit psychischen Problemen verbunden ist. Prinz Harry hat bei seinem jüngsten Besuch in Australien über seine eigenen Probleme mit Angstzuständen und Depressionen gesprochen, unter denen er jahrelang litt, nachdem er seine Mutter bei einem tragischen Autounfall verloren hatte, als er 12 Jahre alt war. Dies sagte er kürzlich auf einer Pressekonferenz. Wir stecken da alle gemeinsam drin. Um Hilfe zu bitten, war eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Professionellen Rat einzuholen kann sicherlich hilfreich sein. Und heute werden wir einen Arzt kennenlernen, der ein Lebensstilprogramm gegen Angstzustände entwickelt hat, das das Leben auf der ganzen Welt verändert. Dr. Neil Nedley ist ein praktizierender Arzt mit Schwerpunkt auf psychischer Gesundheit und Lebensstilmedizin. Er ist Präsident der Vima Health Institute in der Nähe von Sacramento, Kalifornien, das hochwirksame Genesungsprogramme anbietet. Dr. Nedley ist jedoch vielleicht am besten bekannt als Gründer des Depression- und Ängste-Wiederherstellungsprogramms, das Menschen auf der ganzen Welt hilft, sich vollständig von Depressionen und Angstzuständen zu erholen und ein erfülltes Leben zu führen. Dr. Nedley, vielen Dank, dass Sie heute in unserer Sendung zu Gast sind. Können Sie uns zunächst helfen, Angst zu verstehen? Inwiefern unterscheidet sich Angst von Stress? Ja, wissen Sie, das ist eine großartige Frage und ich freue mich sehr, wieder bei Ihrer Sendung dabei zu sein, Gary. Aber ja, Angst ist natürlich Furcht und übermäßige Sorge und das Gefühl, nervös zu sein. Und jeder von uns kann diese Gefühle hin und wieder haben. Aber wenn es anfängt, unser Familienleben oder unsere Produktivität oder unser Arbeitsleben zu beeinträchtigen, dann wird es übermäßig. Und dann ist es tatsächlich eine Störung, eine diagnostizierbare psychische Krankheit. Es gibt die generalisierte Angststörung, an die viele Menschen denken, wenn sie an Angst denken. Aber auch die Panikstörung ist eine Art von Angst. Die posttraumatische Belastungsstörung, es kann Phobien geben, es kann eine Zwangsstörung sein, soziale Angst. Das sind alles Formen von Ängsten. These are all forms of anxiety. Bei einer Panikstörung beispielsweise tritt diese überwältigende Angst plötzlich und unerwartet auf und geht mit körperlichen Symptomen einher. Sie haben vielleicht drückende Schmerzen in der Brust, bei denen Sie glauben, einen Herzinfarkt zu erleiden. Sie haben vielleicht Atemnot, bei der Sie das Gefühl haben, zu ersticken. Sie haben vielleicht Schwindel. Sie haben vielleicht starke Kopfschmerzen. Sie haben vielleicht Unterleibsschmerzen. Es gibt 17 verschiedene körperliche Symptome, die aus einer Panikstörung resultieren können. Und die meiste Zeit haben diese Menschen das Gefühl, dass sie körperliche Probleme haben. Also gehen sie in die Notaufnahme und lassen sich untersuchen. Und der Arzt sagt, dass mit ihnen alles in Ordnung ist, dass sie tatsächlich eine Panikstörung oder eine Panikattacke haben. Und diese sind ziemlich häufig, wenn es um Angst geht. Eine posttraumatische Belastung
Zwangsstörung liegt vor, wenn man ein sehr traumatisches Ereignis erlebt hat, das immer wieder mit aufdringlichen Gedanken zurückkommt. Es ist Teil der Erinnerung. Es könnte ein Auslöser sein, bei dem sich der Film wiederholt. Das ganze traumatische Ereignis wiederholt sich mit dem Anblick, den Gerüchen und den Geräuschen. Und es kann sehr lähmend und behindernd sein. Und dann gibt es Phobien. Es könnte eine einfache Phobie vor Spinnen sein. Es könnte eine Phobie vor Knöpfen sein. Häufigere Phobien könnten eine Angst vor dem Autofahren oder vielleicht eine Angst vor dem Fliegen sein. Das sind Phobien, die irrational sind, aber dennoch mit diesen Angstsymptomen einhergehen. Und bei Zwangsstörungen sind es aufdringliche Gedanken, die auftauchen und dann normalerweise mit dem Zwang einhergehen, etwas tun zu müssen. And then it's normally accompanied with compulsions of having to do something. And so es ist wichtig, dass die Dinge sauber sind, aber sie stellen eine Proportion auf, wie wichtig das ist. Und alles andere wird weniger wichtig als nur die Sauberkeit. Und dann bekommen wir eine Zwangsstörung oder es kann auch andere Zwangsvorstellungen und Zwänge geben. And that's when we get obsessive compulsive disorder. There can be other obsessions and compulsions as well. Und dann gibt es noch eine sehr verbreitete Angst, die in unserer Gesellschaft dramatisch zunimmt, nämlich die soziale Angst. Das kann eine bestimmte soziale Angst sein, wie die Angst vor öffentlichen Auftritten, aber auch die Angst vor informellen Situationen, die Angst vor dem Essen vor anderen, die normalerweise mit der Angst einhergeht, etwas falsch zu machen und von anderen beurteilt zu werden, weil man in sozialen Situationen etwas falsch gemacht hat. Und die soziale Angst wird in unserer heutigen Gesellschaft immer alltäglicher. Was löst also die Angst aus? Sie müssen wissen, dass da mehrere Faktoren zusammenkommen. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass es nicht unbedingt nur eine Sache ist, die sie auslöst. Normalerweise sind es biochemische Veränderungen, die im Gehirn stattgefunden haben, begleitet von irrationalen Denkmustern. Und was diese irrationalen Denkmuster auslösen kann, sind Stresssituationen oder anhaltender Stress. Und wenn die Person die biochemische Veranlagung hat, kann es eine biochemische Veranlagung aufgrund der Genetik sein. Es könnte sogar an der Ernährung liegen. Es könnte an anderen Lebensstilfaktoren liegen, die die Biochemie verändern und sie für Angstzustände anfällig machen. Und wenn sie dann die irrationalen Gedanken haben, die damit einhergehen, dann kann das Ganze über die Kante kippen und man hat tatsächlich einen angstbedingten Prozess. Depressionen spielen eine Rolle bei der Entstehung von Angstzuständen. Etwa 80% der schweren Fälle, die ich in einem stationären Programm sehe, gehen mit einer Depression einher und in einer ambulanten Einrichtung hat mindestens die Hälfte der Angstpatienten auch eine Depression. Interessant ist, dass Angstzustände bekanntermaßen schwieriger zu behandeln sind als Depressionen, was vielen Menschen nicht bewusst ist. Wir denken, dass Depressionen sozusagen das Schlimmste sind. Nein, eine Angststörung ist bekanntermaßen schwieriger zu behandeln. Man braucht die doppelte oder dreifache Dosis an Medikamenten. Es gibt mehr Nebenwirkungen. Es dauert oft länger, bis sie sich erholt. Aber wenn sie richtig behandelt wird, können wir dieselbe dramatische Verbesserung, ja sogar Ausrottung von Depressionen und Angstzuständen in derselben Geschwindigkeit erreichen, wenn wir uns um die zugrunde liegenden Probleme kümmern, die sie hervorrufen. Wenn wir aber nur den traditionellen Weg mit Medikamenten gehen, ist das sehr entmutigend, weil diese Medikamente nicht nur nicht so gut wirken, sondern auch süchtig machen können. Und sie können sogar zu noch mehr Angst führen, weil sie eine Suchtkomponente haben. Und deswegen ist es gut, die Sache umfassend anzugehen und nicht nur medikamentös. Dr. Nedley, können Sie uns mehr über die Schritte erzählen, die das Programm zur Behandlung von Depressionen und Angstzuständen beinhaltet, das das Leben der Menschen so sehr verändert hat? Ja, dieser umfassende Prozess beinhaltet eine biochemische Analyse dessen, was im Gehirn vor sich geht. Und ich sage Ihnen, dass der Arzt bei der Behandlung von Angstzuständen meist nur Vermutungen über die Biochemie anstellt, diese aber nicht wirklich misst, sodass er sagt, versuchen Sie dies, versuchen Sie das. Und dann kommt der Patient zurück und sagt, dass es schlechter ging oder dass es zwar geholfen hat, aber nur ein bisschen. Und ich muss dieses Spiel nicht spielen.
Ich muss also die Biochemie messen und dann gibt es Persönlichkeitsmerkmale, die damit einhergehen, um uns eine Bestätigung zu geben. Sobald wir also die Biochemie kennen, müssen wir eine Analyse ihres Denkens durchführen. Und es gibt 10 verschiedene Möglichkeiten, wie Angstpatienten in verzerrte Gedanken geraten können. Aber sie können in 10 verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Und das sind die Kategorien der Ursachen. Und wie ich bereits erwähnt habe, gibt es mehr als nur eine Kategorie oder eine Ursache. Wenn wir unsere Untersuchungen durchführen, stellen wir fest, dass das Gehirn ziemlich widerstandsfähig ist und dass es eine oder zwei oder drei davon ziemlich gut überstehen kann. Aber sobald der 4. Treffer auftritt, kommt es zu Angstzuständen, Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen. Wenn unsere Patienten also zu uns kommen, führen wir eine Bewertung durch, um zu sehen, welche Kategorien in Frage kommen. Diese 10 Kategorien von Ursachen sind genetische Ursachen, entwicklungsbedingte Ursachen, die damit zu tun haben, dass wir vielleicht in einem gestörten Elternhaus leben oder unter starkem Stress stehen oder in der Kindheit missbraucht wurden, sowie lebensstilbedingte Ursachen, die damit zu tun haben, dass wir nicht genug Bewegung, Licht oder frische Luft bekommen. Schlaf-Wach-Zyklen und unsere Körperrhythmen. Heutzutage sind wir durch Elektronik und die Arbeitszeiten so getaktet, dass wir nicht regelmäßig essen und schlafen. Und das wirkt sich negativ auf das Gehirn aus. Dann gibt es Suchtursachen, die durch die Ernährung verursacht werden. Toxische Ursachen wie Quecksilber oder Blei oder ein Übermaß an Kupfer oder etwas in dieser Richtung. Und soziale Ursachen oder Stress oder Verluste, die in diese Kategorie fallen. Wenn wir in unserem Leben einen sehr stressigen oder schweren Verlust erlitten haben, den wir nicht gut verkraften können, dann gibt es medizinische Ursachen wie Schilddrüsenerkrankungen oder Autoimmunerkrankungen, sowie ein Kopftrauma, ein Schlag auf den Kopf, bei dem man bewusstlos wurde, der eine Entzündung des Gehirns verursachen kann. Das ist eine medizinische Ursache und die 10. Ursache ist der Frontallappen. Das ist der Bereich unseres Gehirns, der analytische Teil unseres Gehirns ist. Aber dort befindet sich auch der spirituelle Teil unseres Gehirns. Und das ist der Bereich, in dem unser allgemeiner Sinn und Zweck liegt. Und wir sehen bei vielen Patienten mit Angst und Depression vor allem diesen Bereich des Gehirns. Und glücklicherweise können alle diese Kategorien bis zu einem gewissen Grad rückgängig gemacht werden. Sogar die Genetik, aber die Genetik bleibt natürlich gleich. Aber wir können die aktiven Gene durch diese anderen Kategorien deaktivieren und so die entwicklungsbedingten und genetischen Ursachen unter Kontrolle bringen, indem wir diese anderen 8 Kategorien unter Kontrolle bringen. Wir arbeiten an den 8 und das hilft den anderen beiden. Im Zusammenhang mit dem biochemischen Prozess, was sind die anderen Dinge, die wir tun können, um zu helfen? Hier kommt die Ernährung ins Spiel, denn Menschen mit Angstzuständen neigen zu einem niedrigen Serotoninspiegel, was einer der Gründe dafür ist, dass sie nicht gut schlafen und mit den üblichen Stressfaktoren um sie herum nicht gut umgehen können. Also tun wir etwas, um den Serotoninspiegel zu erhöhen, zum Beispiel Kürbiskerne und Tofu und Gluten. Das ist eines der Probleme bei einer glutenfreien Diät. Wenn Sie sich nicht glutenfrei ernähren müssen, können Sie Tryptophan und andere Lebensmittel zu sich nehmen. Wie Weizen ist eines der guten Lebensmittel, um es zu sich zu nehmen. Und dann nutzen wir die Lichttherapie. Licht durch die Augen hilft dem Gehirn, Serotonin zu produzieren. Schauen wir uns andere Chemikalien an. Oft ist der Dopaminspiegel niedrig und der Noradrenalinspiegel hoch. Und das Noradrenalin treibt den Stress und die Angst an. Also werden wir etwas tun, um das unter Kontrolle zu bekommen, wenn das der Fall ist. Und wir sehen, dass ihre Metalle nicht richtig verarbeitet werden. Manchmal ist das auf einen Überschuss an freiem Kupfer zurückzuführen. Und wir müssen ihnen Zink geben.
Zink kann in der richtigen Dosierung tatsächlich helfen, diese Situation auszugleichen. Bewegung ist für alle Angstpatienten von entscheidender Bedeutung. Körperliche Bewegung wirkt sich tatsächlich besser auf das Gehirn aus als auf den Körper. Viele Menschen denken, dass Bewegung nur der körperlichen Fitness dient. Nein, sie ist tatsächlich mehr für das Gehirn als für den Körper. Wir fangen also an, unsere Angstpatienten körperlich fit zu machen. Und wenn sie zu unserem stationären Programm kommen, machen wir vielleicht eine Kontrastmitteltherapie, die die Durchblutung ihres Gehirns fördert und hilft, die Giftstoffe auszuschwemmen, und nach einigen Tagen sind wir bereit, an den Gedanken zu arbeiten. Wenn es um die Gedanken geht, begleitet von den Verbesserungen in der Biochemie, dann können wir eine erstaunliche Wandlung sehen in den kurzen 10 Tagen. Es ist erstaunlich, wie diese Symptome, mit denen sie sich jahrelang herumgeschlagen haben, einfach verschwunden sind. Und sie dachten nicht, dass sie jemals wieder in der Lage sein würden, sich normal und friedlich zu fühlen. Aber das passiert, wenn wir die zugrunde liegenden Ursachen korrigieren. Dr. Nedley, ich habe gehört, dass Sie seit einiger Zeit Menschen mit Angstzuständen behandeln und dabei bemerkenswerte Ergebnisse erzielt haben. Können Sie uns ein wenig darüber erzählen? Wir haben Tausende von Menschen mit diesem Programm geheilt und es gibt viele Beispiele. Ich muss nur an den letzten Fall denken, den wir gerade abgeschlossen haben, und an ein Programm am Weimarer Institut, wo wir unsere stationären Programme durchführen. Es handelte sich um eine Frau aus Australien, die unter schweren Zwangsstörungen litt. Das Fleisch ihrer Arme und Hände war fast weg. Sie nahm etwas wie eine Scheuerbürste und versuchte krampfhaft, alles sauber zu halten. Sie arbeitete als Chefsekretärin für eine Gesellschaft und es zerstörte ihr Leben. Sie konnte wegen dieser Besessenheit, die sich immer wiederholte, nicht einmal mehr zur Arbeit gehen. Sie dachte, ihr sei nicht mehr zu helfen. Sie hatte alle Medikamente dagegen bekommen. Sie hatte alle Psychotherapien hinter sich und hörte von dem Programm. Sie hörte von dem Programm und kam zu uns und sagte, wie viele andere auch, dass nichts für mich funktionieren wird. Ich habe alles durchgemacht, aber dies ist meine letzte Hoffnung. Und als wir diesen systematischen Ansatz mit ihr durchgingen, war es erstaunlich, und in 10 Tagen hatte sie diese Gedanken nicht mehr. Natürlich hatte sie ein wenig Angst davor, sich wieder in ihre Umgebung zu begeben, aber mit den biochemischen Veränderungen und der Fähigkeit, rational zu denken und sich auf Hauptfächer zu konzentrieren, anstatt auf Nebenfächer. Sie müssen wissen, dass Menschen mit Zwangsstörungen sich auf Nebenfächer konzentrieren. Sie hat das alles in den Griff bekommen und es geht ihr wunderbar. Sie arbeitet wieder und hat vollen Erfolg. Sie versucht sogar, hier Chefsekretärin zu werden, weil sie gerne so viele andere Menschen kennenlernen und ihnen helfen würde, die die gleichen Ängste haben wie sie. In demselben Programm gab es auch einen Menschen, der nicht mehr zur Arbeit gehen konnte. Er musste lesen, dass er arbeitslos wurde, weil das Autofahren ihm großen Stress bereitete. Und er versuchte, mit seinem Auto auszusteigen, aber er konnte sein Auto nicht einmal über die Einfahrt hinaus bewegen, weil er so große Angst hatte. Er musste in sein Haus zurückkehren und sagte nicht einmal seiner Frau, dass er nicht zur Arbeit gehen würde, weil er wusste, wie aufgebracht sie sein würde. Aber dann kam sie nach Hause und stellte fest, was machst du denn da? Ich muss der Arbeit fernbleiben, weil meine Angst so groß ist. Er arbeitet wieder, er ist wieder produktiv, seine Ängste sind verschwunden und sie hatten es mit Lorazepam, Xanax und all diesen Dingen versucht, die wir ihm absetzen mussten, um seinem Frontallappen zu helfen, aber dann fanden wir auch die biochemischen Probleme. Er steckte in seinen irrationalen Gedanken fest und er wurde auch transformiert. Und das waren nur 2 sehr schwere Fälle aus unserem letzten Programm. Und es wäre wirklich großartig, wenn die Patienten ihr Filmteam hereinlassen würden, denn sie erzählen die Geschichten viel besser als ich. Aber es ist aufregend, in diesem Bereich tätig zu sein. It's exciting to be involved in this line of work.
Was sind Ihre anderen Geheimnisse der Genesung? Einige Techniken, die unserem Kreislauf hier oben wirklich helfen können. Und Sie müssen wissen, dass zum Beispiel entspannende und melodische klassische Musik nachweislich den Frontallappen stärkt. Die Entwicklung einer meditativen Gebetserfahrung, bei der Sie den spirituellen mit dem Meditations- und Reflexionsaspekt von Dingen verbinden, kann dem Frontallappen helfen. Und dann das Lesen von bestimmten Büchern, in denen wir die Prinzipien des irrationalen Denkens zusammen mit Fallberichten darüber, wie das funktioniert hat, veranschaulichen, kann tatsächlich die Durchblutung des Frontallappens verbessern. Und diese Prinzipien werden in gute analytische Teilmengen umgewandelt. Und dann können die Menschen anfangen zu üben. Und ihr Frontallappen wird sich tatsächlich verbessern. Ich habe gehört, dass Sie ein 8-wöchiges Programm zur Behandlung von Depressionen und Angstzuständen entwickelt haben, das Menschen, die Unterstützung bei der Umsetzung dieser Prinzipien wünschen, dabei helfen kann. Können Sie uns mehr darüber erzählen? Wir haben ein 8-wöchiges Programm zur Genesung von Depressionen und Angstzuständen entwickelt, das Menschen die Unterstützung bei der Umsetzung dieser Prinzipien gibt und dabei helfen kann, sich von Angstzuständen zu erholen. Schritt für Schritt wird der Teilnehmer durch diesen Prozess geführt, den ich erläutert habe. Er beginnt mit einer Bewertung der 100 Ursachen und der Kategorien, die dabei eine Rolle spielen. Er beginnt mit der Bewertung, um zu sehen, welche Art von Angst er hat und wie schwer sie ist. Dann werden Vorschläge und Empfehlungen gemacht durch Gesundheitstraining, was Sie verändern können in Bezug auf, was Sie in Ihren Körper hineinlassen, was Sie mit Ihrem Körper tun und auch, wie Sie Ihr Gehirn nutzen, um die bedeutenden Ergebnisse zu erzielen, wo wir wissen, dass sie stattfinden, wenn wir die Ursachen beseitigen. Es gibt Hoffnung für Menschen, die an Depressionen und Angstzuständen leiden. Jeder Fall von Depressionen und Angstzuständen kann tatsächlich rückgängig gemacht und beseitigt werden. Wenn die Person den Wunsch hat, sich zu bessern und dann die empfohlenen Veränderungen umsetzt, um ihr Gehirn zu verändern. Sie sind vielleicht ein wirklich spezieller Fall. Extremely rare of somebody who has secondary gain. Aber selbst diese Art von Menschen, deren Familien denken, dass sie einen sekundären Nutzen haben, wollen meistens nicht so bleiben, sondern würden es vorziehen, gesund zu werden. Wenn die Menschen wirklich gesund werden wollen, können sie gesund werden. Und es gibt keinen Fall, in dem sich Depressionen und Angstzustände nicht verbessern. Das Schöne an unseren Gehirnen ist, dass sie formbar sind. Gary, dass die Gehirnchemie veränderbar ist, dass unsere Denkmuster völlig verändert werden können und von irrational zu rational werden können. Wir alle haben also diese wunderbaren Gehirne, die in der Lage sind, sich zu verändern. Aber wenn man unter Depressionen und Angstzuständen leidet, denkt man, dass es keine Möglichkeit gibt, dass sich das Gehirn verändert, dass man feststeckt, dass diese Krankheiten tatsächlich so aussehen, als ob man gegen eine Mauer stößt und völlig feststeckt. Aber nein, sogar diese Gehirne können sich dramatisch verbessern, wenn man die Prinzipien nutzt, über die wir heute gesprochen haben. Dr. Nedley, es war uns ein Vergnügen, Sie bei uns zu haben. Vielen Dank, dass Sie diese äußerst wichtigen Informationen mit uns teilen. Vielen Dank, Gary. Es war großartig, hier zu sein. Gott möchte, dass wir das Leben in vollen Zügen genießen. Stress und Angst gehören nicht zu Gottes Plan für dich und mich. Er möchte, dass wir Frieden erfahren können, trotz des Schmerzes und der Probleme, die wir in unserem Leben haben. Die Bibel hat eine Menge ermutigender Worte und Unterstützung für uns, wenn wir uns ängstlich und beunruhigt fühlen. Hier ist, was Jesus in Matthäus Kapitel 11 sagt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, Gott liebt uns und will uns helfen. Er lädt uns ein, unsere Lasten und Ängste zu ihm zu bringen, sie mit ihm zu teilen und ihm zu erlauben, sie zu tragen und die Verantwortung für sie zu übernehmen. Wir sind nicht auf uns allein gestellt.
Gott kümmert sich um uns. Hör mal, was die Bibel in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 7 sagt. Werft alle Sorge auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott möchte, dass wir die Gewissheit haben, dass er bei uns ist. Er möchte nicht, dass wir uns sorgen. Er möchte, dass wir den dauerhaften Frieden, die Erfüllung und das Glück erfahren, das nur er uns geben kann. Beachte, was die Bibel in Philipper Kapitel 4, Verse 6 und 7 sagt. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Gott lädt uns ein, mit ihm die Dinge zu teilen, die unsere Herzen und Gedanken belasten. Wenn du Gottes Frieden, der alles Verständnis übersteigt, erfahren möchtest, dann lade ich dich jetzt ein, darum zu bitten, während wir beten. Lieber himmlischer Vater, danke für deine Liebe und für die vielen Segnungen, die du uns schenkst. Danke für dein Versprechen, bei uns zu sein und für dein Angebot, dich um unsere Probleme zu kümmern. Herr, wir wollen sie alle dir übergeben. Hilf uns, dir zu vertrauen und gib uns deinen Frieden in unserem Leben. In Jesu Namen beten wir. Amen. Wenn dir das heutige Programm über die Herausforderungen von Depression und Angst gefallen hat, dann besuche uns nächstes Mal wieder, wenn wir eine weitere Lebensreise teilen werden. Bis dahin, denk bitte an das endgültige Ziel der Reise des Lebens. Nun, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Es wird kein Tod mehr sein, noch Leid oder Geschrei, und es wird kein Schmerz mehr geben, denn das Frühere ist vergangen.